Wir haben für euch einige psychologische Tricks zusammengestellt, die euch das Abnehmen um einiges erleichtern. Wenn ihr erfolgreich abnehmen wollt, ist es von Bedeutung, die mentalen Aspekte einer Diät zu berücksichtigen und die psychologischen Hintergründe von Essen und Zunehmen kennenzulernen. Psycho-Welt, heute für euch 9 Tipps fürs Abnehmen. Übrigens, falls du uns noch nicht abonniert hast, kannst du was kostenlos tun, um uns zu unterstützen. Nummer 1. Vermeide Radikaldiäten. Viele adipöse Menschen neigen zu Radikaldiäten, da sie ihre Kilos so rasch wie möglich versuchen loszuwerden. Allerdings hat eine dauerhafte Diät mit kleinen Schritten und viel Ausgleich für Körper, Geist und Seele einen viel höheren und langfristigeren Erfolg. Vor allem aber wirkt man präventiv dem Jojo-Effekt entgegen, der einem im Nachhinein mehr zulegen lässt, als man abgenommen hat. Es ist eine Tatsache, dass man mit einer Radikalkur, also bei extrem geringer Nahrungsaufnahme, einen Diäterfolg niemals langfristig halten kann. Mit einer nur sehr geringen Nahrungszufuhr wird vom Körper ein Notprogramm angeschaltet und der tägliche Energiebedarf heruntergefahren. Infolgedessen ist man gezwungen, noch weniger zu essen als ohnehin schon, um die verlorenen Funde nicht wieder anzusetzen. Wer dauerhaft schlank bleiben möchte, sollte sich herantasten und kleine Schritte machen. Nummer 2. Schaffe ein Commitment. Wenn du dich felsenfest zu etwas entschlossen hast, dann kannst du dich noch stärker an dieses Unterfangen binden, indem du ein Commitment schaffst. Jetzt fragst du dich bestimmt, was das ist. Ein Commitment ist nichts weiter als eine Selbstverpflichtung, die im Beisammensein anderer ausgesprochen wird, damit die Chance steigt, dass man sich an seine Vorsätze hält, da uns nicht so sehr am Herzen liegt wie unser Image. Außerdem setzt du dein Umfeld darüber in Kenntnis, dass du ab sofort abnehmen möchtest, sodass sie dies künftig berücksichtigen und dich nicht dazu verleiten werden, eine Diätsünde zu begehen. Ferner kannst du Versuchungen vorbeugen und bekommst das nächste Mal, wenn du mal bei jemandem zu Besuch bist, keine Kirschtorte vor die Nase gesetzt. Nummer 3. Verwende Fotos als Diätstütze. Wenn du eine Diät langfristig durchhalten möchtest, kann ein cleverer Trick Abhilfe schaffen. Häng in deiner Wohnung, am besten auf Kühlschranktür und Speisekammer, Fotos auf, die dich in deinen schwersten Zeiten zeigen, damit du dein Ziel immer klar vor Augen hast und dir immer wieder bewusst wird, dass du dieses schwere und mühselige Leben nicht weiterführen möchtest. Nummer 4. Entsorge sämtliche Süßigkeiten. Bei einer Diät sollten Süßigkeiten und Co., wenn überhaupt, nur in Maßen genossen werden. Wenn du eine ausgewogene Ernährung anstrebst, um schnell ein paar Kilos loszuwerden, solltest du unverzüglich alle Süßigkeiten entsorgen, damit du dich auch hier nicht der Versuchung aussetzt und einem Heißhunger erliegst. Nummer 5. Das Auge isst mit. Auch die optische Darbietung der Speisen ist für den Erfolg einer Diät von Bedeutung. Wenn man die Mahlzeit so herrichtet, dass es nach mehr aussieht, wird man sich aus psychologischer Sicht eher gesättigt fühlen. Nummer 6. Ist aufmerksam und bewusst. Ein weiterer Aspekt einer erfolgreichen Diät ist das bewusste Essen. Damit die überschüssigen Funde schneller purzeln, reicht es alleine nicht aus, die Ernährung einzustellen. Denn es geht auch darum, sich an psychologische Regeln zu halten. In dieser Hinsicht ist es zum Beispiel wichtig, seinem Essen Aufmerksamkeit zu schenken und dieses nicht in Eile oder beim Fernsehen nebenbei zu verzehren. Nur derjenige, der seine Mahlzeit richtig wahrgenommen und mit vollem Fokus genossen hat, zieht eine gewisse Befriedigung daraus. In einem solchen Fall hält das Sättigungsgefühl länger an und man verspürt nicht nach kurzer Zeit schon wieder Lust auf eine weitere Mahlzeit. Nummer 7. Halte dich beschäftigt. Um Langeweile und somit auch Fressattacken zu vermeiden, solltest du deinen Alltag mit sinnvollen Tätigkeiten füllen. Ein strukturierter Tag lässt dir kaum Zeit, um groß über das Essen nachzudenken. Nimm die Dinge in Angriff, die du schon lange vor dir herschiebst und probiere neue Sachen aus, die dir Spaß machen könnten. Es gibt immer etwas zu tun, also verschwende deine kostbare Lebenszeit nicht weiterhin mit der Belanglosigkeit und nutze deine Zeit sinnvoll. Außerdem helfen sportliche Aktivitäten beim Gewicht reduzieren und sorgen für seelisches Wohlbefinden. Nummer 8. Stille den kleinen Hunger. Das Auslassen und Hinauszögern von Mahlzeiten hat oftmals eine Heißhungerattacke zufolge, wodurch man dann jegliche Grenzen, die man sich vorher gesetzt hat, sprengt. Und dann war alles für die Katz. Daher ist es klüger, den kleinen Hunger mit leichtem, aber regelmäßigen Mahlzeiten zu stillen. Obst und Magerjoghurt sind hier besonders zu empfehlen. Du wirst auf diesem Wege vielleicht etwas langsamer, dafür aber effektiver, eine Gewichtsreduzierung herbeiführen und langfristig gesehen große Erfolge erzielen. Und da sind wir auch schon am Ende. Nummer 9. Schlafe ausreichend. Um einen konstanten Fettabbau zu gewährleisten, solltest du darauf achten, dass du ausreichend schläfst. Schlafmangel führt nämlich zu einem hohen Cortisonspiegel, ein Stresshormon, das die Gewichtszunahme begünstigt. Zudem führt ungenügend Schlaf zu Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit und man bewegt sich infolgedessen weniger. Darüber hinaus kann der Mangel an Schlaf den Gemütszustand negativ beeinflussen, sodass die Vorsätze verworfen werden und man wieder die Fressattacken beginnt. So, und das war's auch schon vom Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Checkt auch unsere Partner von Simplicissimus in der Videobeschreibung aus. Hier kommt ihr noch zu einem weiteren Video von uns und ansonsten macht's gut, bleibt gesund und ciao.
Musik.